Hey, hallo Leute, ich bin der Kramer, ihr seid mein Kanal, so oder so. Bei mir ist heute die Sultana. Hi. Und wir wollen kurz mal drüber reden, wie das ist, Freundschaft zwischen Mann und Frau, Teil 2. Okay, also warum ist es so kompliziert zwischen Männern und Frauen? Wenn ich das wüsste, wenn ich auf alles eine Antwort hätte, wäre ich wahrscheinlich weise. Okay, ja, aber ich sag mal so, also es ist ja jetzt leider nicht mehr so wie in der Grundschule auf dem Schulhof, oder? Wo alle miteinander gespielt haben, egal. Ja, nein, es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr und jetzt sind wir ein bisschen erwachsener geworden, die Geschlechtsreife ist da, die Sexualität kommt ins Spiel. Und ab da ist eigentlich vorbei mit der Freundschaft. Ja. Dann wird knallhart, also um es mal knallhart zu nennen, soll jetzt nicht so emotional klingen, aber ab dann ist ja alles nur noch, da geht's einfach um diese eine Sache, oder? Ja, ab da wird es dann mit 12, 13, 14. Ja, es ist nicht so, easy, wie sage ich mal, jetzt ich komme bei ihr zu Besuch, so hey, ist gutes Wetter, so ein bisschen mit dem Cabrio herumfahren. Ja. So ein bisschen ins Grüne mit dem Auto, ja, okay, nee. Irgendwie muss ja immer, irgendwas muss ja immer da sein. Also behaupte ich jetzt mal, dass es bei den meisten Leuten so ist und dass es halt nicht so easy ist. Aber es geht schon. Man muss sich halt mal raffen und sich überlegen, was man will. Oder? Du musst das schon bestätigen, sonst denken die alle. Und da sage ich mal, also da muss man halt auch mal schätzen, was man an der Freundschaft hat. Ja. Also, dass jetzt alles easy ist, alles gut und so. Und ab da, wo das Körperliche mit dazu kommt. Genau. Ab da ist so, ich weiß auch nicht, als wie Schlachtfeld betreten oder... Ja, alles ist dann anders auf jeden Fall. Vor allen Dingen die Gefühle werden dann auch anders. Also, vorher war man ja nur befreundet und danach ist man ja ein richtiges Liebespaar. Und dann heißt es ja auch Schmetterlinge im Bauch und solche Sachen. Und kann so laufen, ja, durchaus. Ja, dann drängt ja dann die Freundschaft immer mehr in den Hintergrund. Ja. Das Problem ist dann meistens, wenn dann sowas ist und wenn die Sache nicht auf ewig hält, dafür gibt es ja leider auch keine Garantie. Nein. Und wenn es dann vorbei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Freundschaft dann halt auch nicht mehr so ist, wie sie war, logischerweise. Ja, also, danach ist dann nichts mehr mit Freundschaft in der Regel. Ich würde sagen, zu 90% ist dann vorbei. In der Regel. Von der Regel weiß ich jetzt nicht so viel, aber... Ja. Okay, soweit, so gut. Ich sag mal, macht euch auch mal darüber Gedanken, wie wichtig ist es eigentlich oder sind andere Sachen viel wichtiger. In dem Sinn sage ich vielen Dank für deine Zeit. Danke für deinen Besuch. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Ha ha.